Guten Tag, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer. Bei mir begrüße ich Dr. Heiner Koch, Bischof im Bistum Dresden-Meißen. Herzlich willkommen. Herr Bischof, warum ist denn eine mediale Präsenz des Christentums so wichtig? In dieser Mediengesellschaft, in der wir leben, die uns praktisch prägt, ist, was nicht in den Medien vorkommt, nicht existent. Erstens. Zweitens, die Medien sind ja nicht nur ein Informationsmedium, sondern auch ein Kommunikationsmedium. Der christliche Glaube ist auf Kommunikation angewiesen. Er ist im Prinzip Kommunikation und ohne Medien ist dies nicht vorstellbar. Das war immer so im Buch, das ist heute in den modernen Medien genauso. Wie kann das Fernsehen beispielsweise christliche oder überhaupt religiöse Botschaften transportieren? Da sind die Wege sehr, sehr vielfältig. Erstens natürlich, indem es explizit religiöse Sendungen gibt, auch Gottesdienste. Zweitens ist das Thema Religion natürlich ein Thema, das alle gesellschaftlichen Bereiche durchdringt. In jeder Frage spielt die Frage nach dem Ziel, nach dem Sinn, nach der Perspektive des Lebens eine Rolle. Denken Sie nur an die Frage Euthanasie etwa. Drittens kommt natürlich so etwas vor in vielen Geschichten, in vielen Bildern, in vielen Serien, in vielen Personen, die irgendwie christlich oder andersgläubig geprägt sind. Das narrative Element, das spielerische Element ist, glaube ich, ein sehr wirkungsvolles. Die Kirche wird ja medial oft als ein Sektor in der Gesellschaft abgetan, ist aber nicht gerade das entschiedene Leben als Christ viel wichtiger als die Institution Kirche allgemein? Ja, das lässt sich natürlich nicht trennen, weil der Christ, den gibt es nicht in Einzelnen, sondern ist immer die Gemeinschaft derer, die daran glauben. Die christliche Botschaft wird übermittelt, keiner denkt sie sich aus. Trotzdem ist absolut sicher, das Zeugnis und die individuelle Aneignung des Glaubens durch den Einzelnen ist das Entscheidende. Ohne den Einzelnen ist das Ganze tot. Herzlichen Dank, einen schönen Tag wünsche ich Ihnen noch. Vielen herzlichen Dank ebenfalls.